Dann legen wir die helle Barde auf die Einschlagstelle. Dann müssen wir das wahrscheinlich austauschen. Ganz einfach und nehmen den Streitkörper mit nach oben. So, wir legen die helle Barde dahin. Ja, siehst du, das geht. Das war mir irgendwie klar. So, dann legen wir das Langschwert dahin. Dann legen wir das Schild da drauf. Dann gehen wir nach oben. Und dann würde ich sagen, adios, lieber Kasten. Und hallo, komisches, schweres Schwert. Ich es mitnehmen. Ach so. Die kann doch nicht dieses geile Schwert runterschmeißen. Das ist die perfekte Waffe für den Kampf. Das Ding sieht mega episch aus. Und Epicness braucht man in einem Kampf von episch. Guck mal da raus, du brauchst da Epicness da draußen. Epicness ist einfach wichtig. Das weiß jeder. Aber nein, sie wirft das lieber auf den Boden. So, Waffenständer. Go, go, go. So, erstes Stück. Moment, bei dem gucke ich lieber, was du bist. Das passt nun wirklich nicht. Okay, Waffenständer. Boah, was für ein Riesending, Alter. Das kann man doch nicht wegschmeißen. Guck mal, wie geil das aussieht. Du kannst es doch nicht wegschmeißen. So. Waffenständer. Ich könnte... Hui! Der Schrank ist natürlich nicht mit runtergefallen. Stab. Charizard, endlich. Wo seid ihr nur so lange gewesen? Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir sind mitten im Krieg und Kasim ist kurz davor, die Festung zu übernehmen. Die Geweihten versuchen, ihn von der Schwebekammer abzuhalten. Aber wer weiß, wie lange es ihnen noch gelingt. Eine Schwebekammer, Prinzessin? Sie ist das Herz der fliegenden Festung. Sie hält uns alle in der Luft. Kasim glaubt, wenn er einen der Schwebekristalle so verändert wie der Forscher mein Rubin, könne er alle Erinnerungen aus der Maske herauslesen. Und damit auch alle Zauber des Zeitdschinns. Ein komplizierter Plan für einen einfachen Geist. Aber ihr werdet ihn aufhalten, nicht wahr? Darauf kannst du Gift nehmen. Nee, nicht jeder nimmt gern Gift. Stab? Nein. Okay, ich habe zum Beispiel jetzt meine Zauber wieder, oder? Entversteidern, Visionen schicken. Ich deaktiviere das Ding mal. Wecke den Schwebekristall. Danke. Gern geschehen, Prinzessin. Sie bedankt sich sogar bei ihm. Sind echt dicke Freunde geworden mittlerweile. Ich mag den Stab auch irgendwie. Der ist schon cool. Die ganze Personifizierung des Stabs finde ich schon mega genial. So, wir gehen mal in die Waffenkammer. Er macht zwar einen gruseligen Eindruck, aber in Wirklichkeit ist es, glaube ich, so die netteste Person im ganzen Spiel mit. Wow. Was für eine Festung. Ihr habt euer Ziel endlich erreicht, Herrin. Die große Schlacht gegen die Dämonen. Ja, nur dass der schlimmste Dämon nun keiner mehr ist. Wir sind fast da. Okay, dahinter müssen wir. Ah, wir sind da drüben jetzt, alles klar, okay. Dämon über uns, das interessiert ihn gar nicht. Ach, wir gehen komplett dahin. Oha, das sieht nicht gut aus. Sieht so aus, als kämen wir zu spät. Das war eindeutig er. Dieser Hund. Na, dann wollen wir noch mal schauen, was da drin abgeht. Nanu? Prinzessin. Ariarchos, seid ihr in Ordnung? Ihr kommt zu spät. Er hat es fast geschafft. Habt ihr noch meinen Dolch? Er hängt an meinem Gürtel. Wir hatten versucht, ihn zu weihen. Aber es war, als hätten die Götter sich geweigert, es zu tun. Als hätten sie sich von euch abgewandt. So weit ist es also schon gekommen. Jetzt strafen mich auch noch die Götter mit ihrer Missachtung.
Damit bleiben mir wohl nur noch meine Zauber. Prinzessin? Was ist? Ich fürchte, die geballte Präsenz des Prinzen und der Kristalle erschwert mir jede Art von magischer Einflussnahme. Ihr müsstet schon ganz nah an ihn heran und ihn berühren, wolltet ihr ihn verzaubern. Erst die Götter und jetzt das. Dann muss es eben so gehen. Ihr wollt nicht allen Ernstes nur mit einem Dolch bewaffnet in die Schlacht ziehen. Als wäre es je anders gewesen. Was haben wir hier? Boron-Geweihter? Er trägt einen Federkiel bei sich. Was macht der Typ Kein da unten Ersatz eigentlich? Für ein Schwert. Aber was habe ich für eine andere Wahl? Turmtür? Sie ist verschlossen. Kann ich... Das geht nur bei magisch. Okay. Schwebekristall. Ich bin auf der falschen Ebene. Wir müssen ja also rumlaufen, während der Effortgeweihter. Während der da irgendwas macht. Er hat nichts mehr außer seinem Gürtel. Die Frage ist natürlich, was machen wir hier? Steine? Ich würde ihm gerne einen Stein an den Kopf werfen. Hat er eigentlich die Maske jetzt auf? Tentakelprinz. Praios-Geweihter. Er trägt noch sein Zepter bei sich. So schreibt man das Zepter. Okay. Gebt auf. Er ist euch weit überlegen. Nein, ich werde ihm alles entgegenhalten, was ich in die Finger bekomme. Er hat mich lange genug gedemütigt. Na dann, wollen wir nochmal Federkiel, Gürtel, Steine, Praios-Zepter, Visionen schicken? Ach, geht ja gar nicht. Ah, Gott, Sturmtür geht ja auch nicht. Moment, ist ja zu. Sie ist verschlossen. Ja, können wir sie aktivieren? Ah, ne, geht auch nicht. Haben wir gerade versucht. Endsteine und Verstärkung. Zauber wirkt nur auf... Mein Zauber wirkt nur auf Pflanzen und kleines Getier, Charizard. Okay. Federkiel? Mir fehlt die Vision. Geht also nicht. Okay. Praios-Zepter. Das bringt mich nicht. Aufstemmen kann ich es auch nicht. Das führt doch. Okay, Dolch. Das lässt sich nicht schnappen. Ja, natürlich. Gürtel? Ich sehe keins. Kann ich das irgendwie aufklemmen? Aber wie? Lieber nicht. Ich darf. Steine. Mache ich denn mit dem ganzen Zeug? Nein, mir fehlt die wie. Nein. Okay. Nein. Ich darf mein Ziel nicht aus. Ich weiß nicht einmal. Endsteiner und Versteiner. Kann ich irgendwo. Ah, guck mal, warte mal. Endsteiner bei Steine? Mein Zauber wirkt nur auf. Okay, es geht also nicht. Schade eigentlich. Aktivieren, deaktivieren. Ist das verzaubert? Hm. Das ist wohl nicht magisch genug. Anscheinend nicht. Okay. Praios Zepter. Besser durch. Nicht. Hm. Das bringt mich. Ich weiß nicht, was ich tun darf mein Ziel nicht. Einst konnte ich das wohl, aber inzwischen bin ich zu schwach. Was, du kannst keine... Mein Zauber wirkt nur auf... Es ist doch ein... Es ist eine Feder, was von einem Tier. Natürlich wirkt das. Gürtel? Einst konnte ich... Okay. Hm. Ich sehe keins... Ja, ich auch nicht. Ich bin auch gerade ein bisschen... Besser nicht. Hm. Ich sehe kein... Ich sehe doch auch keinen Zusammenhang. Von dieser Seite des Raumes... Noch hat er euch nicht gesehen. Ja, Zeit für einen Überraschungsangriff. Ich bin auf der... Ich bin auf... Okay. Haltet durch. Ich werde diesem Spuk ein Ende bereiten. Kann ich eventuell so mal Spaß... Mein Zauber wird... Nein, kann ich nicht. Was soll ich denn mit dieser Turmtür machen? Sie führt in das Innere. Ja, das habe ich mir schon irgendwie gedacht.
Ich muss irgendwie einen Schlüssel herstellen. Wie stellt man einen... Das bringt mich... Abschleifen geht nicht. Okay. Ach, hier habe ich noch was, oder wie? Ach, Verband habe ich auch noch. Nein, das wird niemand... Es ist kaum noch Alkohol in der Flasche. Besser nicht. Hat nicht geklappt, okay. Ich kann den Verband problemlos von Hand zerreißen. Nein, das wird niemals... Der Weg der Willkür... Nein. Okay. Der Weg der Willkür... Der Weg der Willkür ist nicht dein Weg, ist mir schon klar, aber irgendwas müssen wir ja machen und ich wüsste gerade nicht was. Mir fehlt die... Nein. Ich wüsste echt gerade nicht was. Ich habe hier eine Menge Zeug. Drei Geweihte, die jeweils was bei sich hatten. Der Typ, der hat keine Ahnung. Raios, Effort, Boron, Vision. Jetzt brauche ich einen Gegenstand von ihm. Kann ich den Leuten Vision schicken? Die sind tot, oder? Die einzige Person, der ich damit eine Vision schicken könnte, bin ich selbst. Kann ich mir selbst Vision schicken? Das ist natürlich lustig. Nee, geht nicht, okay. Wenn ich ihn Visionen schicken will, habe ich denn etwas von ihm? Braios Zepter, Gürtel, Feder, Dolch eventuell? Das Zielobjekt muss von einer Person lange mit sich herumgetragen worden sein. Sonst wirkt der Zauber nicht. Ja, dann habe ich wohl nichts von ihm, okay. Von den Typen da unten habe ich auch nichts. Okay, kann der Stab einfach... Das führt dort. Ja, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Nein. Ich probiere jetzt einfach mal alles mit der Tumse aus. Ich weiß nicht... Stab habe ich schon, Dolch... Hat man auch schon mal... Wiederkehrt man auch schon Steine... Das ist doch Schwachsinn, was soll ich machen damit hier? Keine Ahnung, was ich... kann ich mit dem echt nichts machen? Gebt auf! Er ist euch weit überlegen. Nein, ich werde ihm alles entgegen. Er hat mich lange genug gedehnt. Alles entgegen, was ich... kann ich einfach... Warum kann ich nicht einfach das Messer nach ihm werfen? Dafür muss ich erst ganz nah an ihn heran. Du sollst das Messer werfen. Warte mal, kann ich dem vielleicht... So, Spaß? Hier, nehmt einen Streifen von meinem Verband. Danke, Prinzessin. Ja, ging wirklich, okay. Hat mir jetzt aber nicht wirklich was gebracht, oder? Sie liegen zu weit weg. Was? Geb er... Nein, ich... Ah, okay. Er hat mich... Ich werde ihn alles entgegenhalten. Das geht natürlich auch nicht, gell? Er ist zu weit weg. Kann ich ihm Stein gegen den Kopf... Lol. Macht sie jetzt wirklich? Sie wirft wirklich? Au! Wer wagt es? Na, wer wohl? Satya? Du lebst? So leicht wirst du mich nicht los. Ach, Mädchen, lass mich doch einfach in Ruhe. Wir haben uns genug angegiftet. Es ist Zeit zu handeln. Okay, dann, das soll mich... Ach, ich habe noch zwei. Da. Prinz? Ah, für wen hältst du dich? Für Satya. Das hört jetzt auf. Und nun sieh zu, wie ich mir diese Kammer ein für alle Mal unterwerfe. Prinzessin, ich habe noch etwas für euch. Okay. Ihr könnt ihn nicht verwunden, solange er den magischen Schild um sich herum trägt. Wirklich? Dessen Macht speist sich aus dem Hauptkristall und den fünf kleinen Schwebekristallen in den Türmen. Was, wenn ich die Kristalle ausschalte? Dann wird auch er schwächer und sein Schild kleiner. Nehmt diesen Schlüssel zum linken Schwebeturm, aber beeilt euch! Er wird von Moment zu Moment mächtiger. Ich danke euch. Und wenn wir noch langsamer reden, dann geht das bestimmt wesentlich schneller. Mein Gott, er regt später ab. Mann. Ich weiß, ich bin sehr feinfühlig.
Lol, was das? Wir befinden uns in der unteren Kammer des linken Turms. Okay. Ich werde es euch allen zeigen. Ich werde das Land heilen, als ihr es nicht mehr konntet. Okay. Nichts geschieht. Wir könnten eventuell... Mensch. Hui! Okay, geht nicht, aber geht das vielleicht mit... Der Zauber wird... Geht auch nicht, aber geht das vielleicht mit Verband? Ich sehe kein... Da müssen wir den Verband vielleicht erstmal... Es ist kaum noch Alkohol? Das bringt... Es geht alles nicht okay, gut. Habe ich hier noch irgendwas anderes? Nö. Was bist du? Das ist keine echte Rüstung. Nur eine Nachbildung. Aber ich könnte sie entsteinern. Der Zauber wirkt nur auf Lebewesen. Ach komm, lass mich in Ruhe. Besser, ihr kommt ihnen nicht zu nahe. Mein Zauber wirkt nur auf Pflanzen und... Keine Ahnung, was das für den Tag in Sinn. Ich lasse es lieber. Kristall. Deaktivieren. Was ist geschehen? Ich habe dem Stein seine Kraft geraubt. Dabei muss der Turm nach unten gesackt sein. Geht nach draußen und seht nach. Lol, okay, nach draußen. Was ist mit dem Ausgang geschehen? Als ihr den Kristall oben gelöscht habt, ist der Turm eine Ebene herabgesackt. Der Ausgang ist nun versperrt. Wollt ihr nach draußen, müsst ihr seine Macht wieder erwecken. Jetzt haben wir ja noch so ein Spielchen. Oh, natürlich, was auch sonst. Zur ersten Brücke. Tentakel, aber das war's dann auch. Zielkopf. Ja, klasse. Und dann tue ich den Kristall mal wieder erwecken. Bleibt mir ja nicht viel übrig. Der Turm ist nun wieder oben. Ja, dann gehen wir mal hier lang. Schwebekristall deaktivieren. Was passiert dann? Okay, es hat ihn nicht direkt geschwächt, es hat ihn einfach nur... es hat ihn schon geschwächt, aber das Schild ist nicht kleiner geworden, zumindest sah es nicht so aus. Oh, es ist eklig. Was will ich da oben dann? Hä? Den brauche ich noch gar nicht aktivieren. Ich gehe mal zur Brücke. Kümmert euch erst um die erst wenn sein Schild. Ich muss dahin noch. Ach, Moment. Schwebekristall deaktivieren. Ich komme nicht nah genug heran. Kasims Arme sind ekelerregend unruhig. Okay. Mein Zauber wirkt nur auf. Ist ja theoretisch von dem Tier Fackelhalter. Tierkopfstatue? Besser nicht. Lieber nicht. Kann ich einfach... Sie wachsen sofort wieder zusammen. Das ist eklig. Tierkopf. Wenn es anders nicht geht. Lol. Ich hab's einfach kaputt gemacht. Das ist so eklig. Ohne Mist. Sie sind weich und warm. Am Ende sind diese Viecher auch nur aus Fleisch und Blut. Wie schön ihr das gesagt habt. Dann schneid's mal durch. Toll, okay, es geht. Und... Klack. Sie lassen sich nicht so leicht von ihrer Beute abbringen. Das Gefühl habe ich aber auch. Verstanden kann ich es natürlich nicht.